Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Lucky Lock. Hier von der, weiß ich nicht, wie viel, Route 19. Ich glaube, stand Route 19, oder? Also von Route 19. Oh nein, Lady M. Wer könnte das nur sein? Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Aber hallo. Klar weißt du das, wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Yay, Pokémon-Kampf. Ich glaube, das ist der letzte Kampf gegen Sana, den wir haben, oder? Ich meine schon, ja. Ich glaube, das sind die letzten Rivalenkämpfe, oder? In dieser Story. Ich bin mir nicht 100% sicher. Flammenwurf. Das Ding hat ja hoffentlich nichts gegen mich. Wobei, eine Finte oder so würde ich ihm zutrauen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Viscougon. Wer möchte gegen Viscougon kämpfen? Na, theoretisch ist Azumarill da am besten, ne? Mit dem Feentyp. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level hier die Arena, die Liga ist. Ist die nicht auf Level irgendwas mit 60? Wir machen einfach mit Azumarill allein die Liga. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das wird eine Challenge. Gibt es noch schon eine Nuzlocke, wo man nur ein einziges Pokémon haben darf? Also nicht sechs im Team, sondern eins? Das ist bestimmt witzig. Gibt es das schon? Ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch ein bisschen mit Nuzlocks und so auskennt. Ob es so eine Nuzlocke in die Richtung schon gibt, wo man nur ein einziges Pokémon die ganze Zeit im Team haben darf. Das hört sich voll krass an. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig, das zu machen. Fies. Fies von ihm. Hat er sich selbst geschützt. So. Wiedersehen. Oh, fies. Fies. Ich habe ihn gehört. Fies hat er gemacht. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Mich macht das nicht nervös. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarellia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo Lady M, hi Sana. Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch beide hierher? Dasselbe wie dich, Sana. Als uns der Prof von Lady M berichtet hat, haben wir alle stehen und liegen gelassen. Und sind gekommen, so schnell wir konnten. Lady M. Entschuldige, dass ich dich damit so überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Na gut, dann zeig mal, was du hast. Ich hoffe, du hast Grebutak nicht als erstes. Bitte. Das ist nur bedingt besser als ein Grebutak, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein Fiaro. Meinte ich, krieg das gewonnen-hittet. Ich hoffe mal. Und ich hoffe, es hat keinen Sturzflug. Oh, alles gut, es ist gewonnen-hittet. Es ist alles gut. Ich hatte Angst, aber es ist zum Glück nichts passiert. Grebutak, was ist das Wasserunlicht? Wollen wir es knuddeln? Ich denke, wir knuddeln es. Ich denke, das wird ihm gefallen. Guckt es euch an. Ich denke, das wird gerne geknuddelt. Oh ja. Oh, das hat ihm Spaß gemacht. Das hat ihm richtig... Ich denke, das hat ihm richtig Spaß gemacht. Roserade. Wahrscheinlich ist da die beste Wahl tatsächlich Balui. Weil was anderes. Ich hätte Monagoras mit Erdbeben einsetzen können. Nee, natürlich nicht. Das Ding ist ja Gift und Pflanze. Vom Typ her. Also, naja. Flammenwurf wird das schon regeln, denke ich. Wobei ich auch mit Psycho-Attacken angreifen könnte, was ja auch Typ Gift ist. Also, Balou ist optimal für Roserade, würde ich sagen. Und es kriegt sogar ein Level up. Herzlichen Glückwunsch. Tja, Tierno. Merkwürdig, wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Ja, so sieht er aus, als wäre er gar nicht traurig. Ja, gut. 5200. Hatte ich das auch gerade von Sana gekriegt? Nanu, Tiano fordert jemand zum Kampf raus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Durch die Erlebnisse in Krumlexia bin ich ins Grübeln gekommen.
Wäre Lady M nicht gewesen, hätte sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich sie noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tja, nur das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser kennenlernen. Aber zuallererst werden wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Und jetzt noch dein Team, Lady M. Wo wir schon mal dabei sind, ich will dich auch herausfordern. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Ich habe ja gar keine Wahl. Ich muss das ja machen. Ich werde ja gezwungen. Tiano. Huhu. Oh, wow. Hat halt einen Reitschuh. Ich bin beeindruckt, Tiano. Ich bin beeindruckt mit Reitschuh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Reitschuh ist ein cooles Pokémon. Sehr cooles Pokémon. Warum ist Raichu so cool und Pikachu so uncool? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Komm schon. Oh, das tut hoffentlich nicht so weh. Oh nein, gar nicht. Auch Balui. Nein, nein. Jetzt aber. Danke. Sehr nett von dir. Auf Wiedersehen. Oh, das tut mir fast leid. Ich hätte mal gern Raichu im Team. Ich hatte, glaube ich, noch nie eins im Team. Das finde ich traurig. Aerodactyl. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich Azumarill wieder am besten. Ja, ja. Immer Azumarill. Wasser-Pokémon braucht man aber eigentlich irgendwie immer im Team. Ich weiß nicht, was man ohne Wasser... Es sind allein drei VMs, die man mit Wasser braucht. Surfer, Taucher, Kaskade. Was tust du ohne Wasser-Pokémon im Team? Hast du echt Pech gehabt? Nachschweif? Oh. Heute ist nicht Azumarills Tag. Nicht hauen. Ja! Yes, Azumarill. Sehr schön. Was hat er noch für ein Pokémon? Pandako? Da bräuchte ich eigentlich auch Azumarill. Das gibt's doch nicht. Phlorgas. Okay, doch nicht Pandak. Okay. Hatte ich falsch in Erinnerung. Phlorgas. Fee. Aha, ich würde ja das hier einsetzen, aber... Aber mit so einem Mondschein tut das schon echt ordentlich weh, würde ich sagen. Ja, wir bleiben drin. Ja, so leid mir das tut, auch wenn ich das ungern mache. Oh, ausgerechnet das Orangene. Das ist aber nicht schön. Komm schon. Nein, das war dein eigenes Gesicht. Ich weiß nicht, wie man ein Phlorgas und sein eigenes Gesicht verwechseln kann, aber Azumarill tut das. Oder sind die Pokémon so verwirrt, dass sie gegen den nächsten Baum rennen oder stolpern und aufs Gesicht fallen? Weil ich glaube nicht, dass das Pokémon sich selbst ins Gesicht schlägt, auch wenn das so aussieht. Ich glaube, das läuft irgendwo gegen oder fällt hin. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und anders wäre das auch traurig. Für das Pokémon. Ich hab dich wohl unterschätzt. Ja, hast du. Warum habe ich von dir nur 5100 gekriegt? Ich habe noch viel zu lernen, oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist? Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Okay. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Callum? Der trainiert fleißig mit Mr. Mega. Er meint, wahre Freunde verstehen einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich einer Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gern zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaro. Ich dachte, du redest mit mir. Hier, Lady M, das ist von uns. Kaskade. Ja, okay. Wo wir gerade von Wasser-VMs gesprochen hatten. Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fractalia City bist. Ich muss los. Bis bald. Wiedersehen. Tschüss. So,
bin ich schon in Fractalia City. Das ist die eiskalte Stadt, ne? Wo so viel Schnee ist. Ich glaube schon. Arme Miri in ihrem Kleid. Ja. Oh. Mir wird schon ganz kalt beim Zusehen. Und alle laufen nur mit kurzen Sachen rum. Was ist los mit den Leuten hier? So. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, wo kann ich denn hin? Ich glaube, es gibt hier irgendwo einen Klamottenladen. Vielleicht kann ich da was Warmes für Miri kaufen. Den gibt es doch hier irgendwo. Wir reden mal mit den Leuten hier. Mir gefällt der entschlossene Blick, mit dem du und dein Team mich anvisieren. Oh, sein Sohn ist nachher... Ist es ja gegangen. Oh. Huch, was ist das? Interessant. Hi. Beherrscht dein Pokémon die Attacke Tatami-Schild? Ich habe noch nie von der Attacke gehört. Ich glaube, die hat er sich ausgedacht. Ob ich nun irgendwo hingehe oder einfach hier bleibe, ist mir einerlei. Denn solange mein Pokémon bei mir ist, habe ich immer jede Menge Spaß. Oh, süß. Ich habe eine Azumarill. Wir können Freunde sein. Glaubt ihr, Trainer sind miteinander befreundet, weil sie die gleichen Pokémon haben oder zumindest die gleichen Pokémon aus den Entwicklungsreihen? Bestimmt. Hey, rede mit... Sprich mit mir, fies. Wie heißt dieser Kerl noch gleich? Flordelis? Wenn schon größenwahnsinnig, dann richtig. Hätte er den Bürgern von Kalos versprochen, sie zu retten, wäre ihm bestimmt noch mehr gefolgt. Okay, ja, das stimmt. Ja, er war ein bisschen größenwahnsinnig. Guck mal, die Leute haben doch warme Sachen an. Ob man seinen Gegner mit schnellen Angriffen besiegt oder den ganz langsam auslaugt, bleibt jedem Trainer selbst überlassen. Das ist das Tolle an Pokémon-Kämpfen. Ja. Oh, guck mal, Foto. Foto, Foto. Foto machen. Ja. Guck mal, das ist die Arena. Guck mal, so habe ich auch die Arena mit. Das ist ein schönes Bild. Das ist... Oh, oh, wow. Ich glaube, so ein schönes Bild habe ich noch nie gemacht. Neues Thumbnail. Yay. Thumbnail. Okay. Sehr schön, danke. Kriegt er Trinkgeld? Nein. Ja, auf Wiedersehen. Viel Spaß ohne Trinkgeld. Hier ist auch ein Kleiderladen, oder? Irgendwo? Naja. Mein Mann bringt den Pokémon, bringt folgenden Pokémon die ultimative Attacke. Oh, okay. Die Starter. Aber die Attacke war, glaube ich, die hatte... Hatte die irgendeinen Haken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hatten wir schon geredet? Okay. Falls ihr euch fragt, wo ihr X-Spezial findet, da. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gewalt ist nie eine Lösung. Selbst wenn es irgendwann mehr Pokémon und Menschen auf der Welt geben sollte als Santa mehr. Ja, sagt das mal Thanos. So. Es gibt ja anscheinend wirklich keinen Klamottenladen. Dann war das woanders. Oh, da ist ein Rexblisser. Gibst du mir ein Item? Nein. Steht nur im Weg rum. Was bist du? Bei sonnigem Wetter frieren Pokémon nicht ein. Ja. Tatsächlich. Wenn ich hier so stehe, kommen mir Erinnerungen an eine kalte Region weit, weit weg. Vielleicht würdest du dir ja gern das erste Lied anhören, das ich dort geschrieben habe. Ui, nett von dir. Danke. Also, das Lied geht so. Müsste ich das Lied von irgendwoher kennen? Ist das irgendein Soundtrack von irgendeiner Region? Miri streckt sich. Das ist aber unhöflich. Oh Mann. Was ist hier noch drin? Oh, hi. Seit vielen Generationen schon bringt meine Familie sogenannten mysteriösen Pokémon-Attacken bei. Ach so, Keldeo und Meloetta? Kann man hier machen? Was kann man hier machen? Oh. Ich dachte, seine Familie bringt das bei und ich dachte, jeder bringt dann irgendwas irgendwem bei. Anscheinend nicht. Hier, versuch's mal. Das hier. Protzer. Cool. Gratis. Ja, gratis Sachen.
Kreuzer pumpt den Körper auf, um Angriff und Verteidigung zu verbessern. Was sie kocht? Ich habe sie zwar nicht, aber die Fähigkeit Speckschicht schwächt die Stärke von Attacken der Typen Feuer und Eis. Aber wie gesagt, ich habe keine Speckschicht. Okay. Das ist übrigens eine mega coole Fähigkeit. Die hat Megabisaflor, soweit ich weiß. Voll cool. Voll genial. Für Megabisaflor. Deswegen ist das ja so OP. Okay. Ich würde aber sagen, Leute, wir beenden hier die heutige Folge und die Arena, die unfassbar fiese Rätsel hat, machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, denkt dran, es gibt jetzt Merch von mir. Wieder mal Hashtag Werbung. Da könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist ein Link zu meinem Merch mit einem coolen Nachtara-Motiv. Falls es euch interessiert, schaut mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.